Offiziell wird ja über den Penis gesagt, je größer, desto besser, aber die wenigsten sprechen davon, was es eigentlich für Probleme gibt. Und es gibt natürlich Probleme, aber es gibt auch einiges, was ihr aus eurem besten Stück rausholen könnt, egal wie groß er ist. Pornos zeigen uns in der Regel überdurchschnittlich große Penisse. Unrealistisch wird es aber genau dann, wenn die dazugehörigen Männer beim Sex sofort direkt Vollgas geben. Das ist eher unwahrscheinlich, weil Frauen müssen zunächst einmal erregt sein, damit sie beim Sex keine Schmerzen haben. Wie man diese Schmerzen vermeiden kann und trotzdem sehr viel Spaß haben kann, dazu kommen wir gleich noch ausführlich. Erstmal aber zu Männern und deren Schmerzen, die können nämlich auch auftreten, und zwar dann, wenn sie mit zu kleinen Kondomen verhüten wollen. Normale Kondome sind deutlich kleiner als die größeren. Das hier ist ein größeres Kondom und im Vergleich dazu jetzt mal ein durchschnittlicher Penis. Wenn man das sieht, dann sieht man, dass der durchschnittliche Penis viel zu klein ist für dieses Kondom. Und umgekehrt ist es natürlich genauso. Ein großer Penis braucht eben ein so großes Kondom, damit keine Schmerzen auftreten. Ein sogenanntes Kondometer soll euch helfen, die richtige Kondomgröße zu finden. Nehmen wir aber jetzt mal einen überdurchschnittlich großen Penis, dann sehen wir, dass der selbst bei der großen Größe gar nicht reinpasst. Das passende Kondom zu finden ist also gar nicht so einfach. Und das führt häufig dazu, dass Männer mit einem großen Penis ein zu kleines Kondom verwenden. Die können dann aber reißen, es können Schmerzen auftreten und sogar die Orgasmusfähigkeit kann vermindert werden. Damit ihr aber nicht doof dasteht, wenn es wirklich heiß hergeht, solltet ihr euch vorbereiten. In Drogerien oder auch Kondomautomaten ist die Auswahl oft sehr beschränkt. Online sind die Möglichkeiten da schon deutlich größer. Und damit kannst du deine eigenen Schmerzen zuverlässig verhindern. Aber wir wollen uns ja auch den Problemen der Frauen widmen. Denn ein großer Penis kann bei Frauen nicht nur große Lust, sondern auch Schmerzen verursachen. Und zwar genau dann, wenn nicht gut vorbereitet wurde. Die durchschnittliche Vagina ist im nicht erregten Zustand 13 cm lang. Da würde ja eigentlich ein durchschnittlicher Penis nicht hereinpassen. Der würde nämlich an die Gebärmutter anstoßen und somit Schmerzen verursachen. Die gute Nachricht ist, bei Erregung schwillt die Gebärmutter an und zieht sich zurück. Dadurch wird dann auch die Vagina länger. Je mehr Erregung also da ist, desto länger wird die Vagina und desto mehr Platz ist auch für den großen Penis. Schmerzen können aber auch entstehen, neben dem Anstoßen an der Vagina, durch die Reibung, die entsteht. Eigentlich würde man ja sagen, Reibung ist doch gut, dadurch entsteht ja auch eine Stimulation. Aber wenn zu viel Reibung besteht durch eine trockene Vagina und einem dicken Penis, dann ist das unangenehm und kann Schmerzen hervorrufen. Aber auch hier gibt es wieder Lösungen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel Gleitgel zu verwenden. Eine andere Möglichkeit ist, das Erregungslevel schon vorher zu erhöhen, denn dadurch wird sie feuchter. Und wenn die Feuchtigkeit da ist, dann ist die Reibung eben nicht unangenehm oder schmerzhaft, sondern sogar lustbringend. In beiden Fällen, sowohl beim Anstoßen an die Gebärmutter als auch bei Schmerzen ausgelöst durch die Reibung, hilft es also, für Erregung zu sorgen. Und außerdem macht es ja Spaß, beispielsweise beim Vorspiel. Man kann beim Vorspiel schon dafür sorgen, dass sie so richtig heiß ist und feucht ist, zum Beispiel durch Fingern oder auch durch Lecken, also einmal die klitorale oder die vaginale Stimulation. Und dann kann man natürlich schon den ganzen Tag dafür sorgen, dass sie an nichts anderes denken kann. Eine gute Idee ist es, ihr vorher schon zu sagen, dass man sich ihrer Angst bewusst ist. Die Angst vor dem Schmerz, der ja durchaus sehr hoch sein kann, ist nämlich ein Grund dafür, dass sie sich nicht gut fallen lassen und Lust empfinden kann. Aber wir haben ja eben schon gesagt, je mehr Lust, desto länger wird auch die Vagina und desto mehr Platz ist auch für den großen Penis. Es ist also eine gute Idee, ihr vorher schon diese Angst zu nehmen, denn nachher hat man auch was davon, man kann nämlich umso hemmungsloser sein. Und das ist jetzt eine gute Möglichkeit, die ihr machen könnt vor der Penetration. Was könnt ihr aber jetzt währenddessen machen? Versucht doch mal wirklich in euren Penis hineinzuspüren. Das hört sich vielleicht komisch an, aber es hilft. Und das bedeutet erst einmal, langsam zu machen und dann auch, wenn ihr eindringt, nicht immer weiter einzudringen, es könnte ein Widerstand da sein. Na, dann wartet doch auch mal, zieht euch eventuell wieder zurück und dringt dann wieder langsam vor. Um einerseits die emotionale Nähe zu haben und andererseits die Kontrolle über die Penetration zu behalten, bieten sich zum Beispiel die Missionar- oder auch die Löffelchenstellung an. Wenn man die Kontrolle eher an die Frau übergeben will, gerade dann, wenn sie viel Angst hat vor dem Schmerz, dann kann man zum Beispiel die Reiterstellung wählen. Man sollte sich als Mann dann natürlich zurückhalten und ihr komplett die Bewegung überlassen. Es fällt vielen Frauen in dieser Stellung zwar nicht ganz so einfach, wirklich locker zu lassen,
Aber das Gefühl, die Kontrolle zu haben, kann die Angst deutlich mindern und damit einfach das Gefühl verbessern. Es lässt sich einmal bei den Stellungen variieren, aber auch innerhalb der Stellungen. Das bedeutet, dass der Beckenwinkel durchaus einen Unterschied macht. Und zwar sowohl von ihm als auch von ihr. Ob sie beispielsweise einen runden Rücken macht oder ins Hohlkreuz geht, fühlt sich auch durchaus unterschiedlich an. Wenn aber der Penis so groß sein sollte, dass die letzten Zentimeter immer noch schmerzhaft sind, dann hilft ansonsten auch ein Penisring. Der wird über den Penis gezogen und sorgt dann für eine Art Pufferung. Das war jetzt eine große Vielfalt an Möglichkeiten, wie man variieren kann. Wenn ihr jetzt eine Möglichkeit für euch gefunden habt, wie ihr viel Spaß haben könnt, auch ohne Schmerzen, dann könnt ihr natürlich auch die Spielarten, die Stellungen und so weiter rumexperimentieren und viel Spaß haben. Und egal wie groß euer Penis ist, wir wünschen euch auf jeden Fall riesige Erlebnisse und freuen uns, wenn ihr diesen Kanal jetzt kostenfrei abonniert.